Curry's on the beat, let's go. Yo YouTube, was geht ab, Digga? Wie geht's, wie steht's? Wir gucken uns Michel, seinen älteren Abi Moiskit an, bei dem er bald in die Gruppe geht, damit er auch viel Schmanni macht, Digga. Und ja, in die Türkei geht und das auf jeden Fall dann. Mal gucken, was er uns heute aus seinem Alltag zeigt. Wir gucken, Digga, ne? Mois. Euer Abi. Should you experimentally prevent a mouse from getting REM sleep? Auch mal Englisch lernen, ne? Klar. Keeping it awake instead. This Alzheimer's related protein accumulated in the brains of the mice. Phrased differently. Lach Luli? Mach ein Lach Luli oder war das? Konnte man nicht sehen, er hat rausgeschrien. Das war Vape, glaube ich, ne? Egal, was weiß ich. Wir haben gesehen, du hast den Gürtel an, der hat uns ausgezogen. Ich feier ihn über. Noch nie jemand gesehen, der Gürtel sogar über Mantel draußen hat. Oha. Oh, das ist schon drippy. Ey, man muss auch zeigen ein bisschen. Digga, ich kann doch keinen 800-Euro-Gürtel haben, Digga, und keiner kann ihn sehen, Digga. Da kann ich auch einen 10-Euro-Gürtel haben, checkst du? Auf den, Digga. I was once fond of saying, macht er ohne Reden heute? Oh, niemals! Ganz ohne Reden ist auch cool, muss ich sagen. Wow, ich trage die ganze Zeit nur Gold, das ist nicht gut, Walla. Ich glaube, der hat endlich Silber. Hallo. Ich habe zu viel Gold, ab, glaube ich, sein Silber. Damit du checkst, Digga, zu viel Gold, Digga, muss auch mal auf Silber umsteigen. Bei ihm läuft so krass, Digga. Er muss ein bisschen ein Level runtergehen. So. Natürlich, wir haben die besten Ketten hier. Hier, Königskette mit Stein. Achso, du bist spezialisiert auf Silber. Seit über 20 Jahren. Nicht wo bist du? Kann sein, dieser Mann macht in einer Woche Video, Digga. Ich habe von Mois nie Geld bekommen. Bist du hier, Junge? In Dortmund oder Dortmund, wie? Münsterstraße 31. Es ist ja nur ein Katzensprung von jedem entfernt. Was haben wir hier? 14 mm. Was grob. Ration, Mois hat Kooperation. Kann sein, ja. Plattenkette, Königskette, wow, Armbänder. Wow, wow. Ich fühle mich fast wie im Bazar, Alter, aber auch positiv irgendwie. Ja. Der Mann ist selber ein Influencer. Ich kenne dich doch von TikTok, oder ja, nicht? Ja, Mann, ja. Du bist Mann. Der. Gib mal 7 Ketten auf Nacken, Bruder. Wow, wow. Nimm, er gibt mir 7 Ketten auf Nacken. Hier, nimm, Bruder. Ich sag dir ehrlich, du bist ab heute mein Silberverkäufer. Ja. 7 Ketten auf Nacken. Damit. Wir sehen uns. Assalamu alaikum. Wenn ihr eins der 7 Ketten auf Nacken von mir wollt, dann folgt diesem Bruder. Auf. Wie seriös der aussieht. Mann, Alter. Ja. Guck mal bitte, wie seriös Mois aussieht mit seinen Ketten. Digga, der Dübminister. Ja. Folgt diesem Bruder. Auf Instagram, TikTok, egal wo ihr wollt. Sogar auf über 18 Plattformen. Ich hoffe, wir haben es verstanden. Das wäre Dings. Diese und diese. Die zwei. Alle, die andere war besser, ja. Nein, ich feiere die mehr. Die war zu fett, Bruder. Und meine Brusthaare wurden von der Dings. Wallah, hat bisschen Drip. Hat schon Drip. Du hast allgemein Drip, mein Lieber. Ja? Ja. Dein Herz, Allah. Ah, doch nicht, Violette. Habibi, Allah. Ding mit diesem Stein da ist krass. Der hat ja voll Bock auf die Umarmung auf jeden Fall. Der hat ja alles, ja? Der ist da. Ja, dein Herz, Allah. Habibi, Allah. Ding mit diesem Stein da ist krass. Dieser auch. Der ist auch Drip. Dieser Silber-Drip auch. Der Silberparat. Digga, wir haben heute den Mois-Drip, Digga. Heute erst am Drippen. Nur noch Drip, Drip, Drip. Drip-Minister. So. Auseinandergenommen, sein Vater. Entschuldigung, ja. Habt ihr vielleicht eine Zigarette für Sie? Zigarette? Wow. Hast du eine dabei? Ja. Sonst hältst du drin. Eine Frage, darf ich ein Foto mit Ihnen machen? Ja, oh, ich habe sogar die letzte Zigarette für dich. Oh, ist das Foto? Warum? Wer ist er? Ich weißt bin du? Mel Gibson. Wer ist er? Weißt du nicht, wer ist das? Mois? Ja. Komm, machen wir einfach Foto. Oh, pass auf, Abla, pass auf hinter dir. Oh mein Gott, weiß ich nicht mehr, wo? Hi. Oh mein Gott, oh. Hi. Siehst du, was richtig unangenehm ist, Digga? Wenn du so von einer Person erkannt wirst und die andere Person, die mit der Person ist, die kennt dich gar nicht. Und auf einmal, die will auch mitmachen, obwohl die dich gar nicht kennt, so, ne? Was sagst du dann? Ja, kann man machen. Also, wenn das eine Person ist, sage ich meistens so, nee, du weißt nicht, wer ich bin. Aber wenn das so gerade in Dings ist und. Dann mache ich das auch. Oder wenn Ältere sehen, so, du machst Bilder ja, mit so. Digga, es manchmal gibt kommen die einfach, ich kenne die nicht, aber ich will auch ein Foto mit dir. Es gibt alle, das ist richtig. Das ist wirklich weird einfach, ne? Du viel besser denn mit einfach Bilder mit dir, weil die sehen, andere Leute machen Bilder, Digga, ne? Du bist A-List-Promi so. Das ist einfach Bushidos Friseur. Ja. Der hat passiert mir auch manchmal. Und Bushido. Der hat echt von Bushido auf die Haare geschnitten. Ja, wenn Bushido rupert, geht er immer dahin. Komm. Hey, okay, komm. Du bist dumm, wir sind irgendwo alle dumm. Komm.
Dick. Schön. Kannst du dich mal daran erinnern, hast du Kippe gekriegt von ihm? Hier, kannst du die Ehren halten. Ich brauche nur. Hä? So, danke schön. Gerne. Hier. Hä, warum sagst du das raus? Du bist so komisch. Die ist auch ein bisschen weird, ehrlich. Ich glaube, ich weiß, wieso mich jetzt alle so hassen. Weißt du? Weil wir die ganzen Mails auf mich stellen, ne? Kleinen Wichser. Was? Ich hab nicht gehört, Mann, Digga. Weil eure ganzen Mädels auf mich stehen, ne? Kleinen Wichser. Ja, weil eure ganzen Mädels auf mich stehen, ihr kleinen Wichser. Und guck mal, wie der da steht. Guck dir den mal bitte an. Macher. Nochmal. Ich hab Angst, dass meine Freundin irgendwann da vorbeiläuft, Digga, und die packt so. Hört euch das doch nochmal an. Ich glaub, ich weiß, wieso mich jetzt alle so hassen. Weil eure ganzen Mails auf mich stehen, ne? Wow. Kleinen Wichser. Weil eure ganzen, ich kann nicht. Doch, ist so, er hat doch recht, Digga. Muss man auch sagen an dieser Stelle, ne? Wow. Deswegen, Digga, hätte ich eine Freundin, ich würde die niemals so am Mäus vorbeilaufen sehen wollen. Solange der Ablass immer fortzuspannen, ist alles gut, Alter. Das ist Dortmund, Freunde. Was geht bei ihm ab? Wow. Nabil hat Schuhe zurückgegeben, ja? Danke, Nabil. Durch einen anderen Marokkaner, der Nabil heißt, mit dem ich jetzt komischerweise arbeite, das ist Nabil. Und das sind quasi seine Schuhe. Der eine Nabil, Salamu alaikum Ra. Der eine Nabil hat meine Schuhe geklaut und ich habe von dem anderen Nabil die geklaut. Kreislauf des Lebens. Nabilismus. Es gibt schon viele Versager da draußen unter euch. Voila. Oh, sie nicht, Digga, hä? Was für Gedanken geht bei Ihnen durch den Kopf? Warte, bitte, das ist nicht nochmal, Digga, bitte, ja. Wow. Aus dem Nichts, Digga, ich check das nicht. Ich merke schon, Mois, nächste Videos werden richtig geil. Es gibt schon viele Versager da draußen unter euch, voila. Yeah. Krass. So frei wie jetzt war ich noch nie. Das ist geil. Brauchen wir uns nichts mehr vorzumachen, wisst ihr, ich mein? Und ihr seid ja alle, wie ihr seid. Ihr wisst ja am besten, wie ihr seid. Und ich weiß am besten, wie ich bin. Digga, ohne Spaß, Digga. Kein Mensch kann mir sagen, diesem Mann geht's gut, Digga. Wieder kontrollieren, ne? Wer ist das? Wir sorgen für Recht und Ordnung, Digga. Wollt ihr ein Foto? Die hat deine Brille aus und angezogen. Digga, das Ding ist, die Leute, die aus Dortmund kommen, die wissen ganz genau, da wo er steht, das ist wirklich Innenstadt, Stadt. Ja, da, ich glaube, ich war schon mal bei diesem Juwelier mit Nico. Das Friseur hier. Nee, aber bei diesem, ja, ich glaube, ich war schon mal in dieser Ecke. So. Ich war auch schon mal bei diesem Juwelier. Auf jeden Fall, er ist wirklich Stadt. Digga, warum steht der ganze, er steht da ganz und fragt so, Leute, wollt ihr Fotos? Will er das wirklich machen, ganze Zeit? Ja, sein Job hier. Ob du deinen Hack kriegst. Ja. Ich bin ein Hund, wenn einer von euch noch was kriegt. Haben die Leute dich so auseinandergenommen? Nein, ihr habt mich nicht auseinandergenommen. Ihr habt gezeigt, dass ihr nur für 3 Geschenke hier seid. Ja? Ihr seid... Nur Spaß. Ich weiß, ich auch. Digga, das ist so wie ich. Der zerriert mal mit deinem Onkel hier. Alter, was macht der da? Ich kann auch... Ja. Ja. Netter Typ, Walla. Hä? Netter Typ, der Bruder. Ja, naja. Ich hab einen Schein vor der Reihe. Ja, guck mal, hat er deinen Geist gesehen. Guck mal. Ich glaube, ich habe einen Geist gesehen. Netter Typ, Walla. Netter Typ, der Bruder. Ja, naja. Ich hab einen Schein vor der Reihe. Ist du nicht dieser Mois? Ja, Opa, ja. Ehrlich? Ja. Salam alaikum. Alaikum salam, alles gut, Abi. Alhamdulillah. Dankeschön, Bruder. Wie geht's dir? Gut, danke schön. Dir auch? Alhamdulillah. Freut mich. Bro. Was machst du hier in Dortmund? Hier ist unser Friseurladen, bisschen chillen. Wie unser Friseurladen? Er ist auch Anteilhaber, Digga, von diesem Friseurladen. Ja. Dieser eine, der Friseurladen, der ist schon, ich kenne ihn auch schon lange, der ist lange da, Digga. Mois ist der Mann, er ist aktiv, Digga. Mehrere Businesses.
Kaffee trinken. Und du? Brauchst du was, Bruder, jetzt? Nein, danke schön. Wallah. Wir sind absolut am Chillen, Wallah. Alhamdulillah, Allah sollte das doppelt geben. Uns allen, inshallah. Der arme Mann weiß doch gar nicht, mit wem er gerade ein Foto macht. Ja, scheiße. Komm, Wallah, du bist nicht eingebildet. Habibi. Was habe ich für einen Grund, eingebildet zu sein, Habibi, diese fünf Zahlen mehr oder weniger? Küss dein Herz, Habibi. Wenn du was brauchst, Bruder, jetzt. Inshallah, doch, Bruder. Wir sind immer in diesem Laden. Komm, ich besuche. Gerne, wo bist du? Vor solchen Leuten immer Abstand halten. Niemand da, wenn du was brauchst oder so. Ja, ja. Besser, Bruder. Das sind die Leute, Digga, die kommen auch irgendwann auf dich zurück und sagen, ey, ich hab dir das und das getan, Digga, jetzt musst du mir auch... Glaub mir, das fängt genauso an. Immer, Digga, das ist gefährlich. Wir haben viele von diesen Leuten. Vielleicht hat der nicht diese Absicht, aber es gibt oft so Leute, die so sind, ne? Bist du, Abi? Ich bin Saturn, Bruder, Haus. Saturn, gerne, Bruder, ich komme. Wenn wir jemanden schnappen müssen und so. Alles gehört dir, Bruder. Ich küsse deine Seele. Wow. Guck, und jetzt hat der Dame hier in diesem Moment gerade den... Den nächsten Fisch, mit dem er arbeitet. Weiß, macht das gut, Digga, er weiß. Er hat nicht mal was gemacht, aber die Leute kennen ihn und dieser Mann hier hat sich niemals über ihn schlau. Weil du sagst, wie können die Leute so dumm sein? Digga. Die Leute haben ein anderes Leben, die kriegen das nicht mit. Aber er kennt ihn, sein Gesicht. Manche Leute wissen, was Mois gemacht hat und haben trotzdem mit ihm zu tun. Und manche wissen. Manchen ist egal. Und manche wissen. Ja, natürlich. Alles gehört der. Jeder weiß. Bei welchen Saturn? Diese? Vorne. Wallah. Ich komme, Bruder. Ein bisschen was drehen. Bin ich da, Mann. Krass, Bruder. Wallah. Gib mal Nummer, Abi. Komm, wenn ich was drehen will oder so, komme ich, inshallah. Ja. Ich bin voll unbeliebt. Dieser Mann hat halbe Million. Ich bin voll unbeliebt. Drehen will oder so, komme ich, inshallah. Ja. Ich bin voll unbeliebt. Ey, yo! Qualito, danke für dein Gift-Zap an Ramona. Dieser Mann hat halbe Million Euro auf Konto. Und hat es nie jemandem erzählt. Alles klar. Falls er Freunde hat, die das nicht wussten, ihr wisst es jetzt. Ist okay, dass ich erzählt habe, dass du 500.000 Euro auf Konto hast? Ja, Bruder, 1 Million. Eine Million? Machen die solche Witze? Also, wenn jemand den Bruder hier ausgeraubt hat, ich habe nichts damit zu tun, ne? Okay, chillt ihr nur vor Laden die ganze Zeit? Alles vergessen. Ich weiß, schau mir noch so ein paar Brees zu, die Beispiel nehmen und so weiter. Und sehr viele zu, die hoffen, dass das jetzt war's. Aber ich weiß am besten, wann es vorbei ist und wann nicht. Und wer was ist das, weißt du, ich meine? Und wann ist es vorbei? Ah, und wer was ist das? Das, was ich am meisten denen mitgeben kann, die vielleicht danke, zuhören, Bro. Auch wenn es ein paar sind, aber ich weiß, dass ihr Hoffnung in mir findet, wenn ihr meine Videos guckt. Egal wer. Ohne Spaß, Mois motiviert mich jedes Video, nicht zu sein zu er. Nicht so zu sein wollen wie er, Digga, muss man sagen an dieser Stelle, ehrlich. Das ist eine gute Motivation, deswegen gucke ich mir Mois Videos an. Was denkt mein Bruder? Außerhalb dieser Welt, wo du deine zwei Hände, deine zwei Beine und deinen Schwanz siehst. Hör auf niemanden, außer auf dich. Verstehst du? Egal, was du denkst. Und dir ich würde diese Meinung nicht teilen, er sagt euch das, ich sage, hört schon auf, Leute. Früher du anfängst zu verstehen, dass du nichts Besonderes bist. Wallah billah. Das war mein Fehler immer wieder. Ich dachte, ich bin was Besonderes, weil ich diese Hände sehe. Boah, ich habe das Gefühl, er denkt immer noch, er ist was sehr Besonderes, Alter. Genau das ist der Fehler, du bist nichts Besonderes. Und so früh du verstehst, dass du absolut nichts Besonderes bist, kannst du alles werden. Du bist ja nichts. Sonst dachtest du, du bist voll talentierter, aber du bist nichts. Darf ich ein Bild machen? Oh, darf ich mit dir ein Bild machen? Ja. Darf ich mit ihm ein Bild machen? Ah, Baby, natürlich. Und sobald du verstehst, dass wir alle gleich sind und einfach nichts wert sind, nicht mehr wert als jemand anderer. Und Gott uns keine Milliarden Talente mitgibt, sondern du jetzt anfangen kannst, zu sein, wer du willst. Erst dann kannst du halt sein, wer du willst, weil du denkst, ja, mein Vater ist das, mein Bruder ist das, meine Mutter hat das gesagt. Bruder, mach, was du gesagt hast. Du bist weder deine Frau, noch dein Kind, noch dein Sohn, noch dein Vater. Du bist du. Ach, und egal, wer was denkt, du musst mit dir... Bruder, ohne Spaß, niemand kann dieses Glauben doch richtig ernst nehmen. Auf Ernst. Er sagt mir gerade, ich bin nicht mein Vater, ich bin nicht mein Sohn, das sind Sachen, hoffentlich weiß ich das, Digga. Da braucht man nicht sagen, dass ich nicht mein Vater bin. Das ist crazy, Digga, ehrlich. Noch dein Vater, du bist du. Und egal, wer was denkt, du musst mit dir glücklich sein. Glaub mir, ich glaube, heute ist keiner glücklicher als ich. Egal, was ich hätte. Ach, ich... Also
Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht. Ist er wirklich glücklich, Digga? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Er ist auf jeden Fall durch. Das ist 100%. Ich weiß es nicht, Digga. Es kann ja wirklich sein, dass er glücklich ist und wir das einfach nicht so, wir das greifen können, aber... Ja klar. Ob der Schmuck jetzt aus Silber oder Gold wäre, sieht bei mir Gold aus. Nicht. Er ist doch nicht glücklich, Digga. Ihr habt's gehört. Zitat Ende. Ihr habt's gehört. Das ist krass. Nicht, ob das aus Gold ist und es sieht bei dir Silber aus. Wie so ein Chirr. Verstehst du, es ist wie reich du dich fühlst im Herz. Egal wie viel Klicks ich habe oder nicht, Bruder, dieses Reichtum ist in meinen Eiern. Also ich meine, komm ab. Alles gut? Ja, bei dir? Dankeschön, Bruder. Süße Frisur, Alter. Ich küsse dein Herz, Bruder. Habibi. Pass auf, ja, starker Duft auch. German Fragrance hätte dich also. Auf jeden Fall, das war das, was ich sehr besonders verstehen musste, dass ich nichts Besonderes bin. Und deine Egos zum Beispiel jetzt nicht anzufangen, weil die Videos statt 200.000 Klicks 50 machen. Das ist Ego. Fick Mutter von dem. Ich weiß noch, wie Mois immer Leute ausgelacht hat, weil die keine Klicks hatten, ne? Bruder, er hat sich richtig lustig über die gemacht und so, Digga. Jetzt. Boah, ich mache mir richtig Gedanken. Er hat sich wirklich lustig über die Leute gemacht. Ich hab den nie geguckt, ich bin da raus. Das ist schon crazy. Weiß wirklich nicht. 50.000 sind 50.000, Bruder. Und mit so einem sexuell aussehenden. Aber sowas schätzt man halt erst, wenn man am Boden ist, ne? Weil, wo bei ihm krass lief, Digga, da hat er sich lustig gemacht. Jetzt ist nicht mehr bei ihm so crazy, ne, wie damals halt. Und jetzt kommen solche Worte, ne? Ja, manche müssen immer von deren Trip runtergeholt werden, Digga. 50.000 sind 50.000, Bruder. Und mit so einem sexuell aussehenden Blick, den ich jetzt hab, Alter, ich wollte immer so sein. Egal wie sehr ihr platzt gerade, dass ich so geworden bin. Ich wollte immer so sein, wie ich jetzt bin, weißt du? Guck mal, ich zum Beispiel, ich war nie ein Mois-Fan, kann nicht sagen, ich habe ihn nicht verfolgt. Aber ich weiß, es gibt Leute, die haben Mois wirklich verfolgt. Und ich glaube, das, was ich mitbekommen habe anhand der Kommentare, die platzen nicht auf dich, sondern die machen sich Sorgen um ihn. Die gucken ihn an und denken, geht's dem Mann gut? Der Typ ist am Ende. Ich mein, Digga, ich trage Casio, Bruder. Sie sieht aus wie Rolex, wallah. Ich kaufe echte Rolex und lege sie in Safe und kaufe mir eine gefälschte Rolex, die genauso aussieht wie meine, die ich gekauft habe. Weiß nicht, Duke, Bro, du bist ein Chirr. Du hast noch nie in deinem Leben etwas erreicht. Und ich musste bis jetzt auf korrekt tun wegen Sponsoren und Partnern. Ich bin nicht korrekt. Ich bin dein Vater, du Hund. Geil. Okay. Also hier jetzt geht's los. Klare Worte, Digga, die er, wie er gesagt hat, ich weiß nicht, von wem er der Vater ist, ne, aber meine definitiv. Deswegen, Jungs, wenn ihr mehr wollt, dass wir auf Mois reagieren, lasst einen Daumen nach oben da. Denn hier ist echt krass. Überall alone, I'll be there for you, cause I know.